eine längere Zeit oder eine längere Durchstrecke gehabt, wo wir keinen Punkt geholt haben. Und jetzt wurde es mal wieder Zeit, dass wir gepunktet haben. Ja, den Punkt haben wir hier behalten. Ich denke, war ein wichtiger Punkt für uns, für die Moral auch. Und so können wir jetzt weiter darauf aufbauen und am nächsten Wochenende am besten wieder weiter zusehen, dass wir weiter punkten. Wir wollten auf jeden Fall von der kämpferischen und leidenschaftlichen Seite von uns einfach von unseren Tugenden her einfach alles auf den Platz schmeißen. Ich denke, das haben wir auch getan. Wir haben für jeden Einzelnen gefightet, auch wenn der andere mal einen Fehler gemacht hat. Und ja, ich denke, mit dem Punkt können wir zufrieden sein, aber natürlich wollen wir in Zukunft mehr. Wir sind besser ins Spiel gekommen, haben dann auch unsere Chancen bekommen. Ja, wenn das Ding irgendwie reinrutscht, wenn dann anders gedrückt kriegt, der Altatsch, dann gewinnt das Spiel vielleicht noch. Ist natürlich ärgerlich, aber ja, gut, aber man sieht daran, dass wir Chancen bekommen haben, dass es halt ja, weiter aufwärts geht. Ja, natürlich wollen wir wenige Fehler machen, Fehler vermeiden. Deswegen haben wir auch defensiv versucht, gut zu stehen. Und ja, wir haben gemerkt, dass auch Gladbach ängstlich war, Fehler gemacht hat, Balance ausgespielt hat. Und das wollten wir nutzen, auch mit den Fans. Dann hat man auch gemerkt, dass wir ja, nochmal gekommen sind. Und leider hat es nicht gereicht für ein Tor. Aber man sieht auch, dass man uns nicht abschreiben darf. Und ja, 15 Minuten. Da kann viel passieren, vor allem wenn der Gegner müde ist, unkonzentriert ist und daran wollen wir einfach weitermachen und dann vielleicht die Fehler besser ausnutzen, die der Gegner macht.